Yeah. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. IDONE, Folge 10. Wir sind bei der Matching Night. Wir gucken jetzt, wie viele Lichter angehen. Das wird natürlich wieder spannend. Ich finde es tatsächlich immer sehr unspannend. Aber wir schauen mal rein. Letzte Folge wurde ein neues Match gefunden. Ja, ich würde sagen, wir schnackeln, fackeln nicht lange, bin heißen Brei. Checkt die Beschreibung aus. Dort kommt ihr auch zu RTL Plus. Ihr wisst, ich reagiere immer nur auf Schnipsel von der Folge. Falls ihr die kompletten Folgen sehen wollt oder noch mehr Trash-TV, dann bitte RTL Plus abchecken. Könnt ihr euch reinziehen. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Kaliber. Ohne groß reden. Let's go. Hab ich mir gedacht. Verschlechtert. Das ist sehr schlecht. Und man hat sich natürlich erhofft, dass das jetzt mehr als bei der letzten Matching Night werden, dass wir mehr als 4 Lichter schaffen. Aber ich habe das schon irgendwie ein bisschen geahnt. Tja, Leute, würde ich sagen, legt euch mal nicht so fest. Ach, 3 Lichter nur. Mischt mal ein bisschen durch. Seid mal ein bisschen offener. Geht auf die Frauen, Mann. Warum geht denn das hier nicht weg, hier wieder alles? Am Manaki. Wir sind voll mit Matchen, das ist jetzt klar, ne? 100%. Was ist das denn hier? Ich habe dich genauso angegeben und dass wir mir genauso jemanden hinbringen, das ist schon heftig. Das ist wie, als hätte ich dich im Onlinehandel bestellt. So, das will ich, das will ich, das will ich. Und genauso haben sie mich dir geliefert. Ja, ist wirklich so. Also ich finde das voll schade, dass ich nicht am ersten Tag zu dir gekommen bin. Hm. Ich kann schon sagen. Also, ich möchte mich kurz entschuldigen für die Ränder im Hintergrund, die da die ganze Zeit zu sehen sind. Ich weiß nicht, warum das nicht weggeht, die Timeline und so. Aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall ist der Ryan jetzt wieder an einem neuen System dran. Ryan ist für mich so mäßig eine Traumfrau. Ich fand die ja von Tag 1 extrem schön. Guck mal, ich wusste ja, dass du mit Edda schon so, ne, gut warst. Und ich würde es ja auch nicht wollen, dass, wenn du jemanden gern hast, der dazwischen funkt. Ja, natürlich. Eine andere. Das will, glaube ich, keiner. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mir das gewünscht hätte, dass wir früher miteinander gesprochen hätten. Weil ich glaube, dann wäre das Ganze anders, wie es jetzt ist. Mach das, was du für richtig hältst. Und dann wird alles gut. Die will, dass er ackert. Die will, dass er kämpft. Sie will, dass er kämpft. Letztendlich. Sie will, dass er kämpft. Tschüss. Kommt das zusammen, was zusammen gehört, ne? Die hat richtig Bock. Oh, ein Krabs, ein Mr. Krabs, 2 Mr. Krabs. Nach der Matching Night wollte ich mit Gina auf jeden Fall nochmal sprechen, weil mir da einfach nochmal ein bisschen klarer geworden ist, dass wir uns wahrscheinlich einfach wirklich im Kreis drehen. Wie ist denn der Stand mit dir und Sina? Ihr tritt doch ein bisschen auf der Stelle, oder? Ja. Aber passiert so gar nichts, ne? Ich habe halt diese körperliche Anziehung so null und dann kann ich halt einfach auch nicht irgendwie so was vorspielen oder so. Ja, schwer. Ich kann nichts dazu sagen. Tote Hose, ja, ist langweilig, aber sind meine Gefühle und ich kann daran nichts ändern, so. Also ich habe es mir auch echt gewünscht, dass da von meiner Seite sich noch was entwickelt. Ich habe auch versucht, offen zu sein, aber irgendwie, ich will es halt gar nicht. Wenn ich dir irgendwelche Signale jetzt kein einziges Mal gesagt, dass du nicht ehrlich zu mir bist oder dass du mir einen anderen Vibe gibst oder sonst etwas. So. Okay. Also es ist ja nicht meine Schuld, dass du dann trotzdem nicht irgendwie Interesse hast an anderen oder auf andere zugehst. Ja, kann ich machen. Kann ich 100% machen, aber... Bro, ihr seid jetzt einfach Friendzone, fertig. Reicht. Also, das ist mir hier zu viel Dings. Wisst ihr, wie ich meine? Macht euch diese Friendzone rein. Friendzone-System aktiviert. Und jetzt macht wieder beide einfach euer Ding. Aber lohnt sich doch alles hier nicht. Du hast gesagt, dass du das mit Maya nicht vertiefen möchtest, ne? Ich hab ihr gesagt, dass ich den Kurs unnötig fand. Mhm. Hätte nicht sein müssen. Das sagt man nicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Mr. Prince Charming. Aber fandst du meine Aussage schlimm? Welche? Dass ich das unnötig fand mit dem Kuss? Du bist eine Frau, ich frag dich. Boah, ja, also schon doch, schon verletzend. Okay, ja. Also das Wort unnötig war verletzend. Ja. Vielleicht bin ich ein harter Mensch, aber ich sag dir, was ich denke. Ich sag deine Meinung direkt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich bin kein Mensch, der Personen anlügt oder das Ganze umdreht und sagt, ja, es war wirklich wunderschön und so. Nein, ich hau auf die Kante und sag auch, was Sache ist. Schwierig. Was geht bei Edda und Wyan? Edda, ganz kurz. Wollte das wegen vorhin noch mal ansprechen. Sandro, auf Edda hast du inzwischen auch keinen Bock mehr? Nee. Weil sie so viel rumgereicht wird, hast du gesagt, ne? Hoppa. Tschüss. Du hast halt mit ein paar Leuten halt geknutscht und so, weißt du? Aber das machen doch alle hier so. Warum sagst du denn dann zum Beispiel nicht, dass Paddy rumgereicht wird oder
irgendein Mann. Ja, weil die mich nicht interessieren. Du hast mich interessiert, weißt du, was ich meine? Ja, aber du bist ja nie auf mich zugekommen. Ich war ganz oft allein. Ich habe auch allein geschlafen die ganze Zeit. Nee, es war halt nie so ein Moment da, wo ich dachte, okay, komm, ich packe mir die Edda, wir reden mal so. Weißt du, was ich meine? Schwierig, ja, offensichtlich scheint er ein bisschen blöd zu sein. Ich weiß nicht, was denkt ihr, was ich mache? Hier ist auch kein Gym. So, ich habe Zeit. Hä? Die einzigste Sache, die mich verletzt hat, dass du sagst, dass ich Steine in euren Weg lege. Das Ding war ja auch, ich dachte auch, du wärst hier halt mein I2-Bestie, so, weißt du, das habe ich auch. Digga, es gibt sehr viel Klärungsbedarf in dieser Folge, ne? Sehr viel muss geklärt werden hier. Sehr, sehr viel muss gerade geklärt werden, Leute. Vorher geht's hier echt nicht weiter. Tschüss, Freundschaften und so, dies, das, alles. Ba, 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 ba. I want it, I like it, I want it, I got it. Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Neues Glück. Hä? Das war ja gerade richtig komisch. Ich hab keinen Bock mehr, Ryan. Chips, nein. Cola. Keine Ahnung, ich habe ja Edda letzte Nacht gesagt, dass ich das einfach nicht so fühle mit dir. Ich würde jetzt nicht unbedingt gern mit dir kuscheln, weil ich halt einfach dieses krasse Interesse an Jana habe. Das habe ich Edda auch so gesagt. Oder doch die und die ist auch gut und die und die und die. Alle ich kann gut. Ich den Kopf schütteln, ne? Weil ich dachte so, okay, wenn du mich halbwegs attraktiv findest, man gute Gespräche führt, kann man irgendwo weiterkommen, aber es geht halt mit dem nicht. Ja, Edda ist komplett vorbei so. Jetzt doch wieder, ne? Der will immer das, was er nicht haben kann. Auf jeden Fall bleibe ich bei Jana dran. Das ist dann so eine neue Challenge. Das wird noch Beef geben mit dieser Jana, ne? Ich sag's euch. Also wirklich so sehr, sehr, sehr Interesse. Jede Frau sagt so, ich will einen Mann, der weiß, was er will. Aber das ist zum Beispiel ein Mann, der absolut nicht weiß, was er will. So nicht mal 1%. Also mit so jemandem. Was eigentlich mit diesem Martin, Alter, der so einen hohen Bodycount hat und so, der so ein Stecher ist? Was ist mit ihm? Wo ist er? So, wer ist auf dem Date? Paddy und Lina? Und Garrett bei und. Jedem Mann aktuell sein, dass er der Mann ist mit drei Frauen. Boah, ich habe mir noch gar nicht, keine Gedanken gemacht. Doch. Muss. Und Thais. Das muss. Ich kann Garrett nicht wählen. Ich will einfach nicht. Ich find aber. Die Männer werden hier zu 100% mit Kohle rausgehen, wenn alle ihr Perfect Match finden. Und zwei Frauen werden bei uns leer ausgehen. Ja, so ist das, ne? So ist das Spiel. Aber ich glaube, das Spiel kann sich auch noch drehen und wenden, ne? Also, alles offen. Ja, eine ganz kleine. Boah, das wird gleich gewinnen, glaube ich. Richtig, oder? Ja, deswegen gib mal Gas jetzt hier. Party. Boah, wie immer. Der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Tschüss. Tschüss, Bruder, guck mal. Das ist unser Leben, fängt gleich. Guck mal, ist das Meer da hinten. Bruder, wir sind tot. Guck mal, das Meer, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die rennen. Was passiert hier? Das Wetter gerade. Die Ente ist weg jetzt! Wo ist sie? Wo ist die Ente? Scheiß auf die Ente! Boah, krasseste Party ever! Was ist mit. Was mit Lisa und Dings? Und sonst so, wie läuft's bei dir? Alles tutti frutti! Ich war in Partylaune. Ja, ne? Heute nichts mit Party, Alter. Hey, sind wir gerade alle hier? Lisa und Kevin sind im Interview gefangen. Ah, stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Ja, Mann. Wahrscheinlich haben die Sex. Die da gibt's ja ein paar Blinde. Wie heißt das? Tote Winkel. Im Interviewraum, ja, ne? Tote Winkel. Mhm. Stimmt. Mhm. Ja, Mann. Da freut sich einer nicht so, ne? Kamera dreht sich. Kevin. Oh mein Gott, Digga.
mega creepy. Ich kann nicht mehr. Digga, creepy. Oder meine? Hä? Hey? Aber war sie jetzt automatisch, oder? Weiß ich, glaube nicht. Jetzt Drama, was ist auf Cam passiert? Ja, die zwei könnten ein Match sein, ne? Die könnten wirklich, wenn die in die Matchbox gewählt werden, die könnten echt ein Match sein. Und dann gibt's die zwei noch, ne? Ich hätte auf jeden Fall Bock, mit dir zu gehen. Also ich denke mir so, alles andere wäre lächerlich, weil es einfach so gut passt. Ich muss sie weiterhin kennenlernen. Wir haben zwar eine große Entfernung. Oh, wie süß. Die haben sich ja richtig lieb. Echt? Ach so. Oh, süß. Oh nein, wir haben ein neues Pärchen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir heute Abend in die Matchbox gewählt werden, weil ich habe auf jeden Fall Lust auf den Party-Paddy da draußen. Die hat richtig Bock auf ihn, ne? Sie hat richtig Bock. Der hat mir erzählt, was passiert ist. Was denn? Hast du mit ihr geredet, um zu gucken, ob sie dann ein Perfect Match sein könnte? Ja, Bruder. Und? Also haben ein bisschen gequatscht und so. Und dann haben wir einfach Gott was mit einer nach oben gemacht. Tja, manche Sachen passieren halt. Was soll ich denn sagen? Oh. Hä? Das ist so ein Vogel. Spaß, mein Schatz. Ich vertraue Lisa Marie. Ich vertraue dem Kevin. Gab's da tote Winkel? Na ja, alles abgecheckt. Wenn einer der beiden meint, mein Vertrauen zu missbrauchen, dann ist das so. Dann muss ich damit klarkommen. Habt ihr geredet, um zu klären, ob er perfekt nicht sein könnte? Ja. Und? Weiß nicht. Könnte. Aber muss auch nicht. Oh, sie hat diese abweisende Haltung, ne? Und sie ist so voll auf Ironie und so voll auf Witz. Ja, ich glaube schon, dass die Bock hat auf Kevin und Kevin auch Bock hat auf sie, ne? Wir sind so gespannt, ob wir Gerrit und Merit, ab in die Matchbox mit euch. Das auf jeden Fall. Ja, aber die Aufregung kommt so langsam auf. Sie wird den so safe ein Angebot machen. Aber ja, ich weiß ja nicht. Doch. Wir sind schon so heim mit dem Money. Und dann kommt so ein Martin um die Ecke und wird verkaufen. So. Ihr wartet doch sicher auf das erste Angebot dieser Staffel, oder? Nein? Nein. Gar nicht? Nee. Nein. Überhaupt nicht? Nein. Gar nicht? Nein. Martin, du? Wie kann ich euch behilflich sein? Endlich kriegt er auch mal wieder Sendezeit, ne? Nein. Auch nicht? Nee. Mm-mm. Du, Paddy? Eventuell. Eventuell? Nenn mal eine Zahl. Was hast du dir so vorgestellt? 150.000. 150.000. Ich hab eine Zahl. Okay. Oh. Zero. Jawohl. Ja. Auf Wiedersehen. Eine Frage, die ich hab, ne? Die Folge geht jetzt noch 10 Minuten und ich frage mich, warum. Jetzt ist eigentlich die Folge vorbei, jetzt ist diese Spannung und in der nächsten Folge sieht man dann, ob die ein Match sind oder nicht. Aber was passiert jetzt? Sieht man das, ob die ein Match sind jetzt? Hä? Oh. What? Das ist der Mega-Hammer. Also, besser hätte es heute definitiv nicht laufen können. Ich weiß, warum die Folge noch 7 Minuten geht. Die kommt jetzt wieder zurück, Sophia Tomala. Und er hat das doppelte Match, oder? Da ist sie wieder. I told you. Da ist uns allen kurz ins Herz in Jose gerutscht. Und wir dachten, okay, was kommt jetzt? Herzlichen Glückwunsch zu eurem zweiten Perfect Match. Dankeschön. Warum schaut ihr mich denn alle so an? Ich will euch doch nur ein paar Taschentücher bringen für die Abschiedstränen. Hier, komm her, nimm ab. Könnt ihr alle schön reinheulen nachher. Ich hab noch was. Gerrit, safety first. Danke. Viel Spaß in der Honeymoon Suite. Danke. Ne? Gut, das war's.
doch schon, ich geh schon. Ehrlich? Eine Sache noch. Was eine Sache. Oh, oh, nee. Zwei noch für dich, Garrett. Falls du der Mann mit den drei Perfect Matches sein solltest, hättest du die Nacht deines Lebens. Okay. Aber ich merke schon, du willst mit Thais lieber alleine bleiben, genau, in Honeymoon Suite, ne? Ich bin lieber monogam. Gut, dann schmeiß ich die mal weg. Hä? Einfach wieder Druck aufgebaut? Anyway, du bist der Mann mit den drei Perfect Matches. Ich hab gesagt, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Der Sturm war vorbei und dann ging's richtig los. Shit. Shit. Ich bin schockiert gerade. Melanie, shit, du weißt, was das bedeutet. Ja. Du bist genauso wie Thais das Perfect Match von Gather. Ach, stimmt. Da war ja was. Wir wussten ja, dass die Melanie in dieser kompletten Vierer-Konstellation drin ist. Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und da du nicht zusammen mit ihm in der Matchbox warst, wirst du diese Villa verlassen ohne einen Cent. Und das Scheiße. Noch heute. Alles klar. Was soll ich sagen? Ich hätte das einfach nicht erwartet. Der Garrett ist halt eine coole Person so, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass er mein Perfect Match ist. Also überhaupt nicht. Digga. Dasselbe gilt noch für eine dritte Frau. Und welche das ist? Ein drittes Perfect Match von Garrett. Erfahren wir in der nächsten mein Folge. Mein erster Gedanke so, boah, fuck, Alter, nicht, dass das Jana ist. Ich, ey, Bruder, wenn das jetzt Jana ist. Wer geht? Wie ich sag, das ist eine Person, die nicht viel Sendezeit hat. Würde ich jetzt mal meinen Arsch drauf verwetten, liebe Freunde. Aber ich habe trotzdem keine Idee, wer es sein könnte. Sehen wir aber direkt nächste Folge am Anfang der Folge. Also schaltet gerne morgen wieder ein. Also ich glaube, morgen kommt die online, 14 Uhr. Jeden Tag kommt hier um 14 Uhr ein neues Video. Wenn nicht Are You The One kommt, dann kommt Temptation Island. Wenn nicht Temptation Island kommt, dann kommt First Dates. Hier ist immer was los. Schaltet gerne ein, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story ist.